sowas feiere ich einfach nur übel hart, weißt du. Schon wieder Redstone. Aber Cobblestone sollten wir jetzt eigentlich auch mal bald genügend haben. Oh, und Redstone ist gut, weil... Oh ne, ich habe gelernt. Könnte ja Lava sein. Weil dann kann ich ein bisschen wieder experimentieren. Und schöne Dinge bauen. Boah, jetzt kommt immer ein bisschen viel. Aber das ist schön. Hey, das ist eine große Ader, hey. Ah ja, schön. So. Jetzt machen wir noch ein bisschen was hinter und dann gehen wir mal hoch eine Runde. Das habe ich eh wirklich lange gerade ausgegraben. Also das wird eine der größten Mini, die ich eigentlich bisher gebaut habe. Wenn ich dann noch immer jeweils nach links und rechts grab, ist das ich 100 Blöcke oder so, mit jeweils 2 dazwischen Abstand. Das ist dann richtiges Mining, ja. Mal gucken hier. Gibt's sonst noch irgendwas, was gerade... Fällt mir gerade nichts wieder ein. Oder zum Beispiel das hier, was... Man, wen interessiert... Das ist aber schon... Ja, aber wen interessiert es? Schau mal her. 1000 Euro, also... Chap, das ist diese, den NSU-Terror-Untergrund-Truppe da. Der Prozess, die Anwälte kosten für dafür, dass sie verteidigt wird, den Steuerzahler 20 Millionen Euro und 1000 Euro pro Tag. Warum? Sie ist schuldig und dann wird ja auch noch verteidigt. Das ist ein Grund, also, man, es ist ja nicht falsch, ja? Man hat seine Rechte, aber... Man hat Beweise. Und dann werden die dann ernsthaft noch verteidigt. Und dann müssen wir Steuerzahler noch aufkommen. Das heißt, wir auf Steuerzahler, also unsere Eltern halt und die alle anderen Menschen. Also zumindest die nur in Deutschland. Aber das ist schon geil. Ah ja. Müssen wir ein bisschen wieder ablagern. Was haben wir dann hier wieder für Müll? Was ist dies? Was ist denn das Feuerstein? Aha. So, das tun wir jetzt in die Kiste. Und das nehmen wir mit. Hä? Ach, das ist Kies. Ugh. So, soll ich mal gucken. Habe ich jetzt genug? Mal gucken. Ja, oh, jetzt. Obwohl, das ist genug, aber es sollte jetzt ein bisschen ausreichen, oder? Obwohl, was sind das? Eisenerz, das schmelzt mal ein. Lass mal was. Okay, es ist eigentlich gar nicht so viel. Nee, nicht wirklich. Es geht halt. Hm, okay. Dann bauen wir mal jetzt ein bisschen in die Höhe. Aber davor mag ich mir nochmal schnell... Ich will mir jetzt mal nochmal ein Thema aussuchen, wo ich was... Für ein schönes... Oh, was ich dir erzählen kann. Mein Gott. Ah, Smartphone, neue Teile wieder. Ach. Bullshit. Reisen. Eieiei. Kultur. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Pech gehabt. Das stimmt. Hirat, RTL vs. Pro7. Jetzt eskaliert der Kampf der Sender ums Trash-TV. Ja, das stimmt. RTL ist eher Trash-TV pur und Pro7 geht leider jetzt nach. Zwar machen die jetzt einige Sachen noch, senden die jetzt nicht so einen großen Bullshit, so amerikanische Sitcoms, aber die fangen jetzt auch an Bullshit zu. Gerade dieser Donnerstagabend, 20.15 Uhr. Entweder kommt der abgemagerte Scheiß Frauen im Fernsehen, die rumzicken und was soll da einfach kein Mensch sehen? Weißt du, da kann ich mir lieber einen Stock irgendwie. Was meinst du? Da ist ein scheiß Ast, ein Stock attraktiver als diese kackhässlichen, abgemagerten Weiber. Es geht also. Ach, dann gibt es auch noch welche, die sich das anschauen und dann labern sie mit 40 Kilo, ich bin so mit 1,70 oder 1,80 Größe, ich bin so dick, ich muss abnehmen. Ah, bitte. Das geht gar nicht.
So was hasse ich, dieses Trash-TV. Und jetzt läuft hier gerade Catch the Millionaire oder whatever, was es ist. Dabei sind die ja nicht einmal Millionäre anscheinend. Das heißt halt einfach nur so. Zumindest habe ich das entnommen, so was ich da gelesen habe. Weil ich schaue ja eigentlich kein Fernsehen mehr. Also wenn ich Fernsehen schaue, irgendwelche Dokus und wenn selbst nur Animes. Also alte Serien, Digimon, Yu-Gi-Oh! Sowas halt. Oder japanische Animes mit deutschen Untertiteln. Weil ich lerne jetzt auch Japanisch. Ja, da verdummt man höchstens nicht. Da hast du höchstens was zum Lachen. Also immer noch besser als das deutsche TV. Gut, ich habe zwar Sky noch und da kann ich mir meine Filme und so angucken, meine Dokus, aber... Ne? Großteil schaue ich eigentlich keinen Fernsehen mehr, seitdem ich am PC bin, wirklich viele. Wieso auch? YouTube reicht vollkommen und Movie2K und wenn es uns Sky, wie gesagt, und japanische Animes. Ach ja. Boah, Leute, ne? Hier gerade mal Anime. Also eins muss ich sagen, wenn Leute zu mir sagen, ich schaue ein Anime an, auf dem iPhone oder so, whatever, und dann sagen die, was ist denn das für ein Porno, ne? Ich hasse sowas. Die haben null Plan und labern irgendein Bullshit. Und hat einer zu Kleinen gesagt, was guckst denn du da für ein Porno? Und jeder, der Kleinen angeguckt hat, der weiß ganz genau, worum es sich in diesem Anime dreht. Das ist genau das Gegenteil davon. Aber nein, es ist ja ein Porno. Sowas hasse ich übel. Und diese voreiligen Schlüsse, die sie da ziehen. Das geht gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wie hoch ich den machen muss, weil ich habe auch keine Anzeige mehr, wie hoch ich denn auch jetzt schon bin. Ich weiß, ich werde einfach eine große Wendeltreppe reinbauen und einen großen Leuchtturm. Eventuell mit einer Redstone-Fackel und einer Clock unten. Oh ne, die Clock baue ich dann im unteren Stockwerk dann davon, genau. So. Zack, 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 zack. Und dann geht das immer so weiter. So, jetzt holen wir wieder mal ein kleines Teamchen raus. Ach ja. Das könnte noch interessant sein. Mal gucken. Was soll kurz gehen, ne? Snowden, schon wieder. Aha. Aha. Lol. Ha, okay. Das ist auch interessant. Heino war auf Wacken. Aber hey, das Heino-Akten, was momentan draußen ist, das... Ich glaube, mit freundlichen Grüßen oder das verbotene Album, irgendwie sowas, das feiere ich. Das hat er geil gemacht. Wie hatte ich, glaube ich, 70, so, ne? So schlecht ist er. Also, das neue Album ist feier, ich muss es schon sagen. Aha. Ah, so toll ist, gibt's gerade gar nichts mehr in der Welt. Anscheinend. Oder kann man denn noch Nachrichten lesen? Aua. Ach ja. Aha. Grad still, ne? Ach ja. Dass ich gerade mal was gefunden habe, Mann. Feuer, ich weiß, immer wenn ich irgendwie dusche oder so, da fallen mir so viele Themen ein und dann, wenn man sie braucht, dann verschwinden sie. Bullshit. Du glaubst gar nicht. Mhm.
Okay, anscheinend gibt es gerade nichts Interessantes in der Welt. Sorry dafür, dass es gerade hier passiert ist. Okay, also nichts Interessantes gerade in der Welt. Das ist doch mal schön. Gut, ich will mal zu Facebook abchecken, ob da nicht, wenn da posten sie ja auch immer irgendwelche Dinge. Aber so wie es aussieht, nicht. Okay, dann bleiben wir einfach mal jetzt halt hier wieder mal ohne ein Thema. Ich suche mir eins, wenn ich random jetzt einfallen lassen kann. Jetzt falle ich wieder runter. Einfallen lassen kann. Ja. Achso. Wie viel haben wir denn noch? Okay. Ach ja, und ich werde eventuell jetzt, also was als nächstes anstehen wird, nach Bioshock Infinity. Oder ich weiß nicht, eventuell werde ich das jetzt auch also parallel dazu machen. Es kann auch mal sein, dass manchmal 3 Videos am Tag kommen. Also, aber ich habe mir jetzt vorgenommen 2 am Tag. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt mal Nightmare House 2 spielen werde. Das habe ich schon länger angekündigt. Ich habe ja den ersten Teil schon gespielt. Weil der erste Teil ist relativ, klein gewesen. Also, kurz. Und Nightmare House 2 ist ja wesentlich umfangreicher. Aber ich habe keinen Bock, mir das also auf Englisch zu haben. Also übersetzen kann ich schon, das ist nicht das Problem, aber in Echtzeit, wenn ich übersetze, da kommen manchmal so kleine Fehler mit rein, die machen halt mal den Satz so falsch oder so, und das ist dann manchmal scheiße. Und dann mal gucken, vielleicht tue ich einfach schon vorher einfach die Texte, was angezeigt werden, vorher einfach schon übersetzen. Oder vielleicht gibt es die ja schon. Bei Nightmare House 2 ist eigentlich echt ein geiles Horrorspiel. Basiert ja auf Half-Life 2. Also eine Modification. Und, einige kennen sich ja, wenn ich mich erschrecke. Das ist ja nichts Neues. Das soll ich mir einfach die Reihe mal angucken. Nightmare House. Remake dürfte es sein. Das war was. Aber der zweite Teil ist wesentlich krasser. Also, ich muss aber ehrlich sagen, so Horrorspiele spiele ich eigentlich nicht gerne. Aber so eine Spiele, die halt auf Half-Life oder so basieren, gerade von Wolver, die mag ich eigentlich schon, egal. Sowas wie Amnesia und so eine ganze Kacke. Aber Amnesia ist ja ein richtiges Horrorspiel, also das habe ich mal gespielt, da bin ich gar nicht drauf klargekommen, privat, also meine ich jetzt. Diese Viecher, was auch immer aufgetaucht sind, Alter, boah, nee, das ging gar nicht. Aber da ist der Cry of Fear ja noch schlimmer. Aber Nightmare House ist einfach nur so krass, weil es einfach nur so viel mit... Das hat was von diesen Filmen mit diesen Mädchen, also so ein Fernsehklett und so, die ganzen Bullshit, du wirst in 7 Tagen sterben und so ein Shit. Ach ja. So. So, mittlerweile ist es jetzt auch schon 7 Uhr in der Früh. Ich sollte mal eventuell mal schlafen gehen. So, 7 Stunden Schlaf wären gar nicht so schlecht. Gut, aber eins ist schon, muss ich schon sagen, das Wetter in Deutschland ist echt so, boah, das ist schlimm. Erst war es richtig kalt wieder, jetzt wieder warm, dann wieder kalt, erst hat es geregnet. Dann wurde es übel warm, ne? Dann wurde es richtig kalt erstmal und hat geregnet und geschüttet. Und jetzt ist einfach nur die scheiß Hitze da. Darauf komme ich gar nicht klar. Ach, sowas mag ich gar nicht hier. Ich hatte draußen natürlich schon 16 Grad um 7 Uhr. Das ist relativ angenehm. Aber wenn es halt mal 30 Grad hat und mein Rechner heizt ja auch ein. Ich meine, gut, Wasserkühlung jetzt nicht mehr so stark, aber trotzdem, der heizt schon. Also, wenn es draußen 20 Grad hat, dann hat sie mindestens 28 Grad. Und du wirst ihn dann aufnehmen. Ja. Deswegen wahrscheinlich jetzt eh nur nachts aufnehmen. Oder relativ in der Früh, weil sonst, boah, stirbst du hier drin.
weiß auch nicht, also gerade hier bei uns im Süden, hier ganz unten in Bayern, ist echt Hitze pur angesagt. Ich weiß nicht, ob das gerade den ganzen Tag schon ist, aber ich glaube schon. Weil als ich vor drei Wochen, ja, in Berlin war, da war es auch die übelste Hitze da oben. Und nein, leider habe ich nicht LeFloid getroffen. Ey, aber ernsthaft gerne, weil LeFloid ist ein ganz cooler Typ. Gerade Lenny Hughes und so. Der macht das fein, der Typ. So, aber ich werde doch mal dann wahrscheinlich eine Aufnahmepause machen und schlafen gehen. Also, jetzt in Real Life. Nebenbei. Meinst du, wir übernehmen das, wenn wir hier rutschen? Oh, shit. Geronim, oh, fuck. Ja. Oh, mein Gott, war das knapp. Hohoho. Das war knapp, Leute. Das war knapp. Ja, aber wir werden echt, also ich werde echt gleich schlafen gehen. Ich werde jetzt wahrscheinlich dann noch die Parts schnell in die Warteschlange zum Rennern packen und dann werde ich schlafen wahrscheinlich. Wahrscheinlich bis um 2 Uhr. Also es könnte sein, dass der Part um 14.30 Uhr rauskommt. Dieser hier. Dürfte wahrscheinlich hinkommen. Und danach kommt, was kommt danach? Also dieser Part. Mittlerweile, der wird jetzt schon, keine Ahnung, der wird ja erst, keine Ahnung, rauskommen. Also nicht, ich rede hier von der ersten Folge, hier von der Aufnahmesession, also. Ach ja. So. Dann schlafen wir eine Runde. Du kannst noch nachts schlafen. Ja, dann würde ich mal sagen, war es das mit dieser Aufnahme hier. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ihr konntet den Part wieder bewerten und tut mir einen Gefallen. Beschreibung, das ist ein Video. Schreibt da Minecraft-Themen rein, wo ich drüber reden kann. Keine Ahnung, es kann über alles sein. Keine Ahnung, wie groß meine Toilette ist und der Umfang, wie viel da an Kubik Zentimeter Scheiße reinpassen würde. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Ich bin ein kranker Mensch. Könnt mir solche Fragen stellen. Ja, aber auch mal bitte sinnvolle Fragen oder Themen. Egal was, ich will reden oder sowas, weil ihr merkt ja irgendwann, gehen wir mal die Themen aus. Gut, dann war's das. Wie gesagt, bewerten wäre nicht schlecht und ich hoffe, es hat euch gefallen natürlich und ich glaube, dann sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, sag ich, oder im nächsten Let's Play. Also bis dahin, Leute. Tschüss.